Moin Freunde, was geht ab? Neues Video am Start, BO3. Ja, wir sind kurz vorm Release. Gestern war ja der Livestream, beziehungsweise nicht gestern, vorgestern war der Livestream am Start. Und da könnt ihr ein bisschen sehen, was zu euch erwarten mit E-Sports technisch. Und auch wir möchten uns ein bisschen umstellen, aufstellen, instellen, wie man es eben sehen möchte. Aber fangen wir einfach mal mit den kleinen Randinformationen. Also es gibt sich quasi die Pro World League. Das ist aber nicht so eine eigenständige Liga, also es ist schon irgendwie eigenständig, aber sie wird von der ESL supported. So, nämlich. Ja, da wo wir schon seit Jahren spielen, spielen wir jetzt dort auch. Wenn ihr mich fragen wollt, 6 und 6, 4 und 4, 3 und 3 oder was auch immer gespielt wird, SND, Hardpoint, TDF, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute, es läuft ganz stark auf diese Respawn-Modis hinaus. Gut, das wäre mal am Rande mal erwähnt. An alle Helden da draußen, ja, wir spielen in dieser Pimmelliga jetzt. Jetzt könnt ihr euch ein bisschen einschleimen und sagen, wie toll das doch ist. So, wir suchen Member. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir ein Titelbild geändert haben. Wir haben es, ich sag's mal, aktualisiert. Und ihr seht da so einen schwarzen Fleck sozusagen. So von wegen, da fehlt eine Person sozusagen. Mit einem Fragezeichen. Sprich, wir haben uns gedacht, okay, neues Spiel, neues Glück. Präferenzen, Prioritäten von verschiedenen Leuten haben sich geändert. Was auch völlig in Ordnung ist und kein Problem ist. Und wir haben uns überlegt, wir suchen neue Leute. Mit Engagement, Spaß und Skill. So, aber wenn es halt heißt so Skill, ja, was heißt Skill? Oder ihr seid doch sowieso scheiße und ich erkläre es euch mal. Also, was ihr auf jeden Fall mitbringen müsst, ist, ihr solltet 18 sein. Warum solltet ihr 18 sein? Höre ich öfter von wegen, ja, ich bin erst 16, aber ich bin reif wie 18. Das hilft mir nicht, wenn ich irgendwo eingeladen bin und an der Tür stehe und er sagt, du bitte 18 und ich sage, ja, aber ich verhalte mich doch wie 18. Das ist zum Beispiel der wesentliche Punkt. Wir sind öfters, da ab und zu, also öfters ist übertrieben, ab und zu sind wir auf Events. Entweder nur ein Teil der Leute oder alle, es kommt immer darauf an, wo, wie, was, wie sich es halt ergibt. So, das heißt im Endeffekt, wir müssen gewährleisten, dass A, die Person ein wenig unabhängig ist, weil mit 18 bist du ein bisschen unabhängiger und B, dass ihr auch da mit könnt. Es wäre schade, euch zu sagen, nein, du darfst nicht, weil du nicht 18 bist. Sprich, auch auf der Gamescom, wenn wir zum Beispiel bei COD alles Team zusammen spielen und so weiter, und wir wissen, ja, COD ist ab 18, können wir nicht einfach sagen, ja, komm du rein, du bist nicht 18. Das liegt nicht in unserer Macht, niemand hat diese Macht, so sind die Regeln, und an die müssen wir uns alle halten. So, deswegen 18. Älter auch gern gesehen, ja? Dann habe ich gehört, nur Männer, auch Frauen, nur Frauen und so weiter. Natürlich, wir haben ein Female Team. Das Female Team ist, soweit ich das dafür sagen kann, ist, soweit ich weiß, voll. Ja, die sind schon zu viert und haben noch eine fünfte in Reserve. Also sind es 5 Mädels. Aber auch Frauen dürften sich noch weiterhin bewerben, denn das heißt ja nicht, dass diese Frau zwingend, also wenn du jetzt Mädel bist und willst spielen, dass du zwingend in dem Frauenteam spielen musst, ja. Jeder Mensch ist anders drauf, deswegen besteht auch da die Möglichkeit, dass man sich natürlich auch bewerben kann. So. Der nächste Punkt ist natürlich eine weiße Weste in der ESL, wie auch, ich sag's mal, in der Community, soweit es geht. ESL, das heißt, wenn ihr jetzt ein ESL-Profil habt und da sind schon 10 Strafpunkte drin, bewerbt euch nicht. Es bringt nichts. Ich werde das Profil sehen, ich werde auf X oben rechts drücken und ich werde euch absagen. Wenn ich überhaupt euch dann noch absagen werde, weil, ja, wir möchten uns von solchen Spielern, sage ich mal, mehr oder weniger distanzieren. Sprich, wir wollen Leute mit einer sauberen Weste. Das ist der erste Punkt. Dann in der Community eine saubere Weste. Natürlich können wir nicht alles reinsehen und oft ist es auch nur Gelaber und es sind Gerüchte und hier und da und der ist jetzt böse auf den, deswegen haut jetzt irgendwelche Stories raus, das ist mir schon alles klar. Aber es gibt halt ein paar Gesichter, die kennt man. Es gibt auch ein paar Gesichter, denen vertraut man. Und wenn man sagt, hey, ich habe hier einen Spieler, der heißt XY. Und der sagt, boah, weißt du, was der gemacht hat? Der macht das und das und hier und da und tralala. Und gommelt und dies und das. Brauchen wir nicht. Auch wenn du geil und heftig bist, sorry, brauchen wir nicht. Denn unser Fokus ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich läuft bei uns auch nicht alles super, ja. Und Beef entsteht auch mal. Aber wir brauchen nicht jemanden, der so von alleine schon so ein Rambo ist, von wegen, ich mache alle an, weil ich dicke Internet-Eier habe. Okay? Verstanden. Gut. Wo ihr vorher gespielt habt,
Es ist natürlich nett zu sehen, wenn ihr schreibt so, hey, ich habe da und da gespielt und dies und das. Ich sag aber euch mal so, wir stehen auch sehr auf Clan-Treue. Also wenn ihr mal in unser Team mal reinguckt, werdet ihr schnell merken, okay, die Leute, die hier drinnen sind, ja, wie soll ich sagen, sind schon lange dabei. Ich selber bin im ESL-Team, glaube ich, schon seit 2000 Tagen, das kann man sich nachgucken. Und auch die anderen Jungs, die sind auch lange, lange dabei. Ein Teil ist länger wie ich dabei, ein Teil ist ein bisschen neuer dabei, aber wir sind im Prinzip alle lange dabei. Und wenn ich dann jemanden sehe, der davor mir schreibt, hey, ich habe in Clan 1, 2, 3, 4, 5, dann war neues Spiel, 6, 7, 8, 9, neues Spiel, 10, 11, was? Entscheide dich doch mal für einen Clan. Ich denke nicht, dass du dein ganzes Leben spielen sollst. Aber in einem Spiel fünfmal den Clan zu wechseln, ist schon so, okay, interessant. Dann natürlich, ihr sollt Spaß haben. Euch soll BO3 Spaß machen. Ihr solltet auf jeden Fall Spaß im Spiel haben, Spaß mit den Leuten haben und auch nicht alles zu ernst sehen. Ja, es gibt eine Pro League. Ja, man kann im europäischen Bereich 200.000 Dollar gewinnen oder Euro. Ich weiß gerade gar nicht. Es ist alles super, aber bleibt realistisch. Ganz Europa spielt drum. Wir wissen, es gibt in Europa mehr wie 8 Pro-Teams. Und wenn wir jetzt hier ankommen und sagen, okay, wir fangen jetzt an, hier durchzustarten, weil wir die heftigsten sind, stopp, langsam. Kann sein, dass wir zur zweiten Season dann durchstarten können. Aber immer schön langsam, ja? Also keine überheblichen Ziele. Wir wollen natürlich gewinnen. Wir sind jetzt nicht so eine Truppe, die sagt, ja, wir spielen jetzt ein Match, ist scheißegal, wie es ausgeht. Das ist genau das Gegenteil bei uns. Also, wenn wir spielen, wir möchten jedes Spiel gewinnen. Wir würden uns auch jedes Spiel verbessern wollen. Das ist außer Frage. Aber mit dem Ziel, wir werden in diese Pro League einsteigen. Da muss ich ehrlich sagen, Leute. Ja, heute hier ein bisschen falsch. Natürlich werden wir alles daran setzen und versuchen, da reinzukommen. Und wenn wir drin sind, ist es cool. Aber bitte, bleibt realistisch. Ich meine, wir sind alle erwachsene Leute. Und es gibt einfach Leute, die schon seit Jahren Respawn spielen. Und die das viel besser machen. Aber egal. Dennoch würden wir uns halt freuen. Wir haben jetzt mittlerweile auf der Facebook-Seite etliche Bewerbungen, hunderte. Und bewerbt euch einfach. Geht auf die Hamburger Hänger-Seite. Auf Facebook und schreibt uns einfach eine private Nachricht an mit deinem Namen, mit deinem Gamertag, wie alt du bist, wo du gespielt hast. Was immer cool ist, ist natürlich ein ESL-Profil, wenn ihr das dazu schicken könnt. Das wäre super. Ein GB-Profil könntet ihr eventuell auch posten. Da sieht man ja auch schon so ein bisschen so, was ihr so getrieben habt oder auch nicht. Und wenn ihr beides nicht habt, ist auch nicht schlimm, ist kein K.O.-Kriterium. Aber es ist halt, man kann sich halt so über die Spieleprofile ein besseres Bild von euch machen. Ganz wichtig. So. Was kann man noch sagen zu neuen Membern? Ja, was habt ihr davon, wenn ihr bei uns spielt? Nichts! Nein. Ihr habt natürlich davon. Ja, wir bieten halt alles Mögliche. Wir bieten halt auch, sozusagen. Ich sag mal so, wir haben ab und zu gewisse Vorzüge, die wir den Membern versuchen immer bereitzustellen. Ihr müsst verstehen, man kann nicht immer alles 30 Leuten zur Verfügung stellen. Das funktioniert nicht immer. Aber wenn ihr mal bei unseren Seiten dann so ein bisschen mitbekommt, was bei uns so abgeht, denke ich mal, hat in den letzten ein, zwei Jahren jeder Member davon profitiert, bei uns gespielt zu haben. Oder zu spielen, besser gesagt. Also ich kenne, glaube ich, fast keinen, nee, niemanden, der irgendwie da bei uns seit ein paar Jährchen mitspielt oder so und dann mit leeren Händen nach Hause gegangen ist. Das ist halt so einer der Vorteile und natürlich der Hate, den ihr bekommt, wenn ihr bei uns spielt, aber daran müsst ihr euch gewöhnen. Aber das ist geil, weil wenn Leute euch haten, dann denken sie an euch. Und dann seid ihr im Fokus von denen. Also dementsprechend bewerbt euch. Ich freue mich auf euch. Ich suche mir die Bewerbungen auch mit raus. Henning auch. Und bis zum nächsten Video. Das war's mit BO3. Wir suchen dich. Peace. Keine Herausforderung.